Hallo, willkommen bei Atlantica Online. Ich wollte euch heute ein kurzes Video machen, und zwar zum Thema, wie man die Bike-Gruppen beim Merlin wegkriegt, beim Avalon in die dritte Ebene, den zweiten Boss. Beim ersten lohnt sich's nicht, der hat ja nicht so viel HP, den kann man einfach wegschießen mit euren Gildenmitgliedern und Nationsmitgliedern. Ich bin Doppelschwert, ich stehe vorne und habe dazu noch den Kriegsherr vorne rechts stehen, mein Main steht vorne links. In der letzten Reihe habe ich stehen Mönch, Ele und Kaiserin. Und später werde ich dann, wenn die Beigruppen weg sind, die Elementalistin austauschen für die Attila. Aber ich wollte euch jetzt nur mal kurz zeigen, wie ich die Beigruppen eben wegkriege. Ton habe ich jetzt diesmal aus in dem Video, weil wir waren im Teamspeak und deswegen ich den natürlich raus. Jetzt wollen wir gleich angreifen. Und zwar braucht man, wenn man die Ele dabei hat, ein bisschen Glück, dass die Beigruppen, die man kriegt, groß hauptsächlich aus Nahkämpfern bestehen. Die Leute in der Mitte haben nicht so viel HP oder Verteidigung, deswegen kann man die ganz locker killen. Ich greife aber auch in der ersten Runde nur mit den beiden an, die keinen heiligen Wächter in der zweiten Runde machen sollen, beziehungsweise auch nicht mit der Ele. Da haben wir jetzt Glück, die rechte Gruppe besteht nur aus Nahkämpfern. Meine Ele ist jetzt nicht sonderlich gut ausgestattet, die habe ich jetzt nur einen Fünfer-Bewahrerstab gegeben. Deswegen macht es hier jetzt nicht sonderlich viel Schaden, aber es reicht auf jeden Fall. Jetzt erhalten wir eben direkt Stille, weil ich nur mit der Kaiserin den hier zaubern konnte, die Segnung. Und ich mache trotzdem jede Runde hier die Aufweckungsrolle. Jede Runde. Beziehungsweise vor jedem Mal, wo ich Heiligen Wächter oder Segnung zaubere. Wenn jetzt ich in der ersten Runde auch gleich Stille bekommen hätte, hätte ich vorher noch reinigen müssen, natürlich. Ihr seht, halbtot sind die Gruppen rechts schon. Jetzt kann ich eben direkt nochmal lodernde Erde draufzaubern und durch die Segnung, die kann man ja dauerhaft auf den Söldnern oder beziehungsweise auf einer Reihe beibehalten. Und genau dasselbe mit Mönch. Und das heißt, jetzt stehe ich quasi unter Dauer heiligen Wächter, aber ich zauber trotzdem, solange die Beigruppen noch leben, damit keiner im Stun kommt, bevor ich einmal Segnung macht, beziehungsweise bevor ich den Heiligen Wächter wache, immer die Aufweckungsrolle. Was auch helfen könnte, ist die Schriftrolle der Heilung. Haben wir jetzt festgestellt, die man vom Schlachtfeld bekommt. Und den Hauptschaden mache ich, wie gesagt, weiterhin mit der Ele, auch der Doppelschwertmähen mit dem Walzer ist ganz ordentlich zumindest. Und die Donnerkeilklinge ist ganz vor allem gut gegen die Fernkämpfer. Das ist eigentlich das Gröbste jetzt schon erledigt. Rollenlimit habt ihr 5, deswegen ist es eigentlich kein so das Problem. Einen von den drei Söldnern habt ihr halt freistehend hinten, der sollte ein bisschen bessere Rüstung anhaben. Maele hat jetzt allerdings nicht so gutes Zeug an. Da hat man es eigentlich schon fast geschafft. Jetzt sind alle Mobs tot und ihr könnt euch um den Boss kümmern. Ist jetzt der Bossschaden leider mit dem Doppelschwert nicht ganz so gut. Aber es ist eben trotzdem deutlich besser, als wenn man immer reinjoinen muss und immer neu hinlaufen muss und den Boss wieder kloppen. Wie gesagt, Segnung der Kaiserin und den Heiligen Wächter, der wirkt jeweils 2 Runden und ich behalte es eigentlich mehr oder weniger dauerhaft bei. Beigruppen sind jetzt tot, wie gesagt, nur mit der Ele und mit dem Kriegsherr hauptsächlich. Das war's eigentlich schon, was ich euch zeigen würde. Ich hoffe, euch hilft's und ich hoffe, ihr schaut auch meine anderen Videos. Vielen Dank!